und herzlich willkommen bei Frau Janik probiert's aus, probier's auch. Und heute probiere ich super leckere Bounty Bars, ganz ohne Backen, perfekt. Jetzt für die heißen Sommertage eine super Erfrischung, ein sehr leckeres Dessert, das an Sommer erinnert durch den Kokos. Also für alle Kokosliebhaber ist es unbedingt ein Dessert, was ihr unbedingt mal ausprobieren müsst. Das Ganze ist vegan, hat nur wenige Zutaten, glutenfrei, weniger Zucker und so weiter. Also unbedingt mal ausprobieren. Und wie das Ganze jetzt funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Für eure Bounty Bars braucht ihr als allererstes eine Dose Kokosmilch und die müsst ihr über Nacht in den Kühlschrank stellen. Warum? Denn dann trennt sich die Kokoscreme vom Kokoswasser, also Fett schwimmt oben, dann können wir die nachher abschöpfen und diese brauchen wir und das Kokoswasser eben nicht. Wichtig ist, dass ihr eine Vollfett-Kokosmilchdose verwendet und keine Light. Und daran erkennt ihr das, und zwar ist hier zum Beispiel der Fettgehalt bei meiner Dose 29% auf 100 ml, also 20 Gramm in 100 ml, so. Und ich habe hier einen Kokosnussextrakt von 91%, also so 80 bis 90 ist schon sehr gut, denn dann habt ihr mehr Kokoscreme und weniger Kokoswasser. Bei der Light-Version hättet ihr weniger Kokoscreme und mehr Wasser. Und da wir ja hauptsächlich die Kokoscreme möchten, möchten wir auch ziemlich viel davon haben. Deshalb schaut darauf, dass ihr eine Vollfett-Variante wählt. Dann als nächste Zutat brauchen wir Kokosraspeln. Natürlich wird es dann richtig, richtig kokosmäßig und so richtig lecker wie die Original Bounty Bars. Dann geben wir noch ein bisschen Kokosöl hinzu. Ich habe jetzt hier natives Kokosöl. Dann brauchen wir eine Süße eurer Wahl. Ich nehme jetzt hier passenderweise Kokosblütenzucker. Ihr könnt zum Beispiel auch Kokosblütensirup nehmen, also die flüssige Variante. Oder Reissirup oder zum Beispiel Ahornsirup, da seid ihr wirklich frei. Oder Xylit könnte man zum Beispiel auch nehmen, wenn ihr das Ganze ein bisschen kalorienärmer gestalten möchtet. Dann brauchen wir noch ein bisschen Schokolade. Das Topping bei den Bounties sind ja natürlich einen Schokoladenüberzug. Und hier habe ich jetzt eine ganz dunkle Schokolade gewählt mit 85% Kakaogehalt. Desto weniger Zucker ist nämlich drin und außerdem ist diese dann auch automatisch vegan. Wer den Kokosgeschmack nicht ganz so intensiv haben möchte, könnte auch eine Alternative machen, und zwar mit Mandeln, gemahlene Mandeln. Da könnt ihr einfach die Kokosraspeln gegen gemahlene Mandeln ersetzen und ich denke, das kommt auch richtig, richtig lecker. Und vielleicht erinnert es dann auch ein bisschen mehr nach Raffaello, denn Raffaello hat ja innen drin auch ein bisschen Mandeln drin. Natürlich könnt ihr die Schokolade dann zum Beispiel trotzdem drauf machen oder einfach weglassen, dann hättet ihr so einen Raffaello-Style. Jetzt geht es ganz, ganz einfach. Die Zutaten kommen einfach in eure Schüssel. Wer eine Küchenmaschine hat, kann die natürlich auch verwenden. Dann geht es ein bisschen schneller mit dem Durchmischen, aber es funktioniert auch so gut. Und jetzt kann ich hier super gut meine Kokoscreme abschöpfen und in meine Schüssel geben. Und hier ist das ganze Kokoswasser übrig. Das könnt ihr dann zum Beispiel für Smoothies verwenden. Und das fülle ich jetzt um in ein sauberes Glas und kann es dann so in meinem Kühlschrank lagern. Aber wichtig, es ist nur ein paar Tage haltbar, sonst fängt es nämlich oben an zu schimmeln. Das ist die Schokolade, die ich dann später für den Guss verwenden möchte. Und da gebe ich jetzt einen Teil von dieser Kokoscreme hinzu, so ungefähr einen Esslöffel. Und das Ganze werde ich dann bei geringer Hitze schmelzen und dann habe ich einen super leckeren Guss. Dieser wird dann auch nicht fest. Wenn ihr aber einen festen Guss haben möchtet, dann nehmt ihr statt dieser Kokoscreme einfach einen Esslöffel Kokosöl. Als nächstes kommen dann meine Kokosraspeln hinzu. Dann ein bisschen Kokosblütenzucker. Hier natürlich nach Geschmack, je nachdem wie süß ihr das Ganze haben möchtet. Ich gebe jetzt etwas weniger Zucker hinzu, denn danach kommt ja noch ein Schokoladentopping und das hat ja auch noch Süße. Jetzt gebe ich noch ein bisschen von dem Kokosöl hinzu. Und das ist bei mir hier schon so flüssig, weil bei Zimmertemperatur wird es ja flüssig, beziehungsweise ist es jetzt so heiß draußen, dass es im flüssigen Zustand ist, ganz praktisch, dann muss ich es schon nicht mehr schmelzen. Und jetzt werden die ganzen Zutaten einfach gut miteinander verrührt. Und so ist die Masse jetzt fertig. Sobald alles gut miteinander vermischt ist, dann ist es vollkommen okay und jetzt kommt das Ganze in meine Form. Und dafür habe ich jetzt hier eine ganz normale Kastenform genommen. Ich habe das hier mit ein bisschen Backpapier ausgelegt, dass ich das dann gut rausheben kann.
Und das wird dann eine super Form ergeben, denn das habe ich dann hier so schön länglich und dann kann ich hier ganz schön solche Bounty-Riegel abschneiden. Die Masse drückt ihr also ganz schön hier in eure Form rein, glättet das Ganze schön und dann ist das Ganze fertig und jetzt kann ich weitermachen mit der Schokolade. So, die Schokolade habe ich jetzt geschmolzen. Ihr könnt es entweder in einem Topf machen auf ganz, ganz kleiner Hitze oder in der Mikrowelle ebenfalls auf ganz, ganz kleiner Hitze und nur für ein paar Sekunden. Ganz wichtig. So, und jetzt kann ich die ganze Masse auf meine Bounty-Masse verteilen. Und so ist das Ganze jetzt fertig und so könnt ihr das jetzt entweder für mehrere Stunden in den Kühlschrank stellen, bis es fest wird. Oder wenn ihr keine Zeit habt zu warten und unbedingt Bounties essen möchtet, dann kommt das Ganze in den Tiefkühler und dann geht es viel schneller. Und das mache ich jetzt natürlich auch. So, meine Kastenform ist jetzt wieder zurück aus dem Tiefkühler. Das Ganze ist relativ schnell kalt geworden. Und jetzt kann ich das Ganze rausnehmen und in leckere Bars, also Bounty Bars, schneiden. Wenn ihr wirklich schöne Schnittkanten haben möchtet, dann empfehle ich euch, das Messer ganz heiß abzuwaschen und jedes Mal, nachdem ihr geschnitten habt, einmal kurz mit einem Küchentuch abwischen. Und falls es sich noch nicht so gut schneiden lässt, dann könnt ihr das auch ein paar Minuten einfach bei Zimmertemperatur antauen lassen, dann geht das Ganze auch viel einfacher. So, ich würde sagen, es ist Zeit zu probieren. Nicht zu süß, cremig. Kokos, dunkle Schokolade, genau nach meinem Geschmack. Wer es ein bisschen süßer haben möchte, der muss noch ein bisschen nachsüßen. Es ist wirklich nicht süß. Aber auch schön erfrischend, perfekt jetzt für den Sommer. Ihr müsst es unbedingt mal ausprobieren. Zur Aufbewahrung und zur Haltbarkeit von den Bounty-Riegeln, da würde ich euch empfehlen, solch eine Tüte zu nehmen, ein Gefrierbeutel, dann könnt ihr die schön reinstapeln, zumachen und so schön in den Tiefkühler reinlegen. Und dann habt ihr das wirklich sehr, sehr lange, könnt euch Stück für Stück immer eins rausnehmen, auftauen lassen und dann genießen. Natürlich könnt ihr das jetzt auch im Kühlschrank lagern, ist halt dann nicht so lange haltbar und es schmilzt natürlich ein bisschen die Schokolade, also sie wird weicher. Aber das finde ich auch ganz gut, wenn es nicht ganz so hart ist. Also immer ein bisschen antauen lassen, wäre meine Empfehlung. Ja, und das sind dann die leckeren Bounty-Riegeln, selbst gemacht. Viel, viel gesünder als die gekauften, mit weniger Zucker und irgendwelche Konservierungsstoffen und weiß nicht, was da alles drin ist. Deshalb probiert es mal aus. Ihr habt ja gesehen, es ist super einfach gemacht, total schnell und schmecken richtig, richtig lecker. Wie immer findet ihr die ganzen Mengenangaben für das Rezept auf meinem Blog fraujannik.com. Schaut dort gerne vorbei. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar, falls ihr das ausprobiert habt. Und wenn ihr mir Fotos schicken möchtet, freue ich mich jedes Mal riesig. Und das macht ihr auch immer fleißig. Und zwar auf Instagram unter dem Hashtag fraujannik oder @fraujannik, damit ich dann die Bilder auch sehen kann und auch erhalte. Vielen, vielen Dank dafür. Nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Rezepte verpasst. Und wichtig ist noch, Daumen da lassen, also Daumen hoch natürlich. Und natürlich noch die Klingel anklingeln, also andrücken, damit ihr nicht anklingeln, andrücken, damit ihr dann die weiteren Videos nicht verpasst. So, ich freue mich auf euch und ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal hier wieder. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Eure Fraujannik.